Samen und was es nicht noch alles gibt. Aber speziell die ganzen Blumen mache ich jetzt hier mal weg. So. Ich könnte natürlich speziell sowieso das ganze Gras hier noch wegmachen. Aber ich 63 mal Erde. Wollen wir mal eben. Wird es jetzt Nacht? Ah, es wird schon wieder Nacht. Dann verziehen wir uns gleich mal kurz nach drin. Schlafen erst einmal und dann machen wir gleich am nächsten Tag. So, du Schaf, verzieh dich da. Oder ich nehme mich am besten gleich noch mit. Dann gehst du mir nämlich nicht mehr auf den Nerv. Tut mir leid, du kleines Schaf. War nicht so gemeint. So, würde ich sagen, machen wir das Ganze hier erstmal mit Erde voll. Damit wir wenigstens hier eine Ebene haben und nicht immer diese ganzen Löcher. Und wenn wir dann unser Haus hier bauen, müsste das theoretisch eigentlich wunderbar passen. Jetzt habe ich gleich keine Erde mehr. Aber das würde vielleicht schon reichen. Wenn ich hier unbedingt noch hinbauen möchte, kann ich das zur Not immer noch mal ändern. So, da kommt schon das erste Skelett. Das schießt schon wieder auf mich. Hat aber leider bis jetzt nicht getroffen. Das tut mir aber leid für dich, mein kleines Skelettchen. So, bevor hier gleich wieder ein Creeper meint, er müsste uns überraschen, verziehen wir uns mal kurz ins Haus und legen uns schlafen. So, ein neuer Tag beginnt und alles ist wieder in Ordnung. Und wir können mit dem Hausbau anfangen. Da hinten ist noch ein Creeper. Den nehmen wir uns erstmal mit. Bevor. Ah, zwei sogar. Drei sogar. Dort hinten. Ah, wo ist der jetzt? Hey, wenn der mich gleich von hinten überrascht. Aber erstmal nehmen wir ihn hier mit. Bumm, explodiere doch. Ach, brauchen die vier Schläge? Ja, genau vier Schläge brauchen die mit einem Eisenschwert, mit einem Diamantschwert sind es, glaube ich, nur noch zwei sogar. Ach, du bist da unten. Ja, dann komm mal hoch. Du kannst auch da unten explodieren. Das kannst du dir aussuchen. Ansonsten kill ich dich dort unten weg. Dann explodiert er lieber doch. Ach, Creeper, ihr seid manchmal echt nicht ganz dicht. Das muss ich jetzt mal so sagen. Ihr habt manchmal echt komische Ideen. Wie viele Rinder hier unterwegs sind. Und auch da ist schon. Da beginnt schon die Eiszeit, das Schneebiom. Aber wir haben ja hier eine perfekte Fläche. Das fülle ich übrigens später noch aus. Das brauchen wir nicht. Wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Hausbau. Der Eingang. Ja, in welche Richtung soll ich den Eingang machen? Ich würde sagen, dass hier die Tür in diese Richtung zeigt, zu unserem kleinen Wald. Ich denke, das ist schon ganz okay. Ach, hier habe ich übrigens noch einen Pfeil von einem Skelett. Das ist natürlich auch schön. Einmal schwarze Wolle habe ich auch noch. Und wir wollen den Platz ja auch ausnutzen. Dann würde ich sagen, ja nicht ganz, fangen wir hier mit dem ersten Block an. Ich würde mal schauen. Das kann man ja später immer noch mal wegmachen. Hier nehmen wir mal kurz unsere Schaufel nochmal in die Hand. So, das kleine Stückchen kann man ja nochmal wieder entfernen. Wenn wir das wieder anders haben wollen, dann werde ich das wieder ändern. Wenn nicht, dann bleibt es einfach so. Und die XP nehmen wir noch mit. Und dann würde ich sagen, bauen wir mal einfach drauf los. Ich weiß noch. Ach, ich sollte übrigens eine Axt mitnehmen. Das wäre zum Vorteil, denn ich habe das Gefühl, ich werde mich hier beim Bau noch öfters verbauen. Und deshalb
ab, zurück, eine kleine Axt mitnehmen. Dann ist das Leben gleich viel einfacher. So, einmal kurz hier rein. Da habe ich eine Steinaxt, die nehmen wir uns mit. Später, wenn wir wieder nach Eisen suchen und vielleicht sogar schon nach den ersten Diamanten, ist es egal. Dann können wir uns auch eine Diamantaxt oder eine Eisenaxt machen. Nun müssen wir uns mit einer Steinaxt noch zufrieden geben, aber das reicht ja auch. Es wird ja schnell genug entfernt. Wir haben ja keine. Ach, alles nur wegen den. Ja, beinahe hätte ich mich schon wieder verbaut. Was hab ich heute? Warum verbaue ich mich heute so? Ich kann mich auch übrigens oben raufstellen. Vielleicht klappt das dann besser. Ich weiß es nicht. Ich bin das mal gucken. Ich will ja übrigens das ziemlich gleich haben. So viele Blöcke, wie ich jetzt auch in diese Richtung gehe, will ich dann auch in die andere Richtung gehen. Ich will da jetzt nicht so viele Unterschiede drin haben. Denn dort ist das Ganze nämlich zu Ende. Ich zähle mal kurz die Blöcke. Das wird wieder eine mühselige Arbeit. Aber das müssen wir halt machen. So, 1, 2, 3, 4. Ja, das ist mit dem Gras hier immer so eine Sache. Ich mach mal hier das Ganze hier am Rand mal kurz weg. So, dann kann ich nämlich besser zählen. Dann komme ich nämlich nicht so schnell durcheinander. So, fangen wir mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das sind 17 Blöcke. Das sind mehr. Dann können wir nämlich noch 18, 19, 20. Dann sind wir nämlich genau bis hier gekommen. Das würde nämlich wunderbar passen. Dann müssten das jetzt 20 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, genau 20 Blöcke. Das ist gut, dann gehen wir nämlich auch gleich 20 Blöcke dann nach rechts. Das wäre nämlich dann diese Richtung. 3, 4, 5. Ich stelle mich lieber hier rauf, das ist einfach besser. 1, 2, 3, 4. Gut, dann holen wir uns mal den nächsten. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wir können jetzt 20, wir könnten aber auch noch bis 25 gehen. Ist vielleicht angebrachter. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dann nehmen wir uns nämlich hier einmal kurz die Schaufel, machen hier nämlich noch ein bisschen weg, dann sieht das nicht ganz so gequetscht aus, das Ganze. Nehmen alles mit, was hier im Weg ist, alles wird weggebaggert, weggeschaufelt. So, dann haben wir nämlich einmal 20 so und einmal 25 wieder so. Ja, ich muss erstmal gucken, wie ich hier den Grundriss am besten mache. Das ist gar nicht so einfach. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und dann müssten wir genau dort wieder hinkommen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich baue erstmal. Ich habe da jetzt mich eben kurz verzählt. Müsste in die Reihe 25 gehen. Müsste. Wenn ich richtig gebaut habe, wenn ich falsch gebaut habe, dann haben wir natürlich ein kleines Problem. Ich muss da nochmal gucken. 25, wo ich die Tür reinhau.
Aber erstmal wollen wir mal kurz schauen, ob das mit den Blöcken übereinstimmt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hm? 24, täusche ich mich dort jetzt? Oder habe ich den hier vorne nicht mitgezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Gut, stimmt also doch. Dann wollen wir mal kurz gucken. Die Hälfte von 25 wäre 12,5. Das heißt, wir machen unsere Tür 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Einmal bei 12 und bei 13. Da müssten auf jeder Seite gleich viele Blöcke eigentlich sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und da müssten auf der anderen Seite auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich wusste nämlich, dass das nicht hinkommt. Ah, kommt das gar nicht hin? Muss ich mal kurz überlegen. Sind es nämlich da 12 und sind es hier 12? Ich hätte natürlich ganz gerne eine Doppeltür gehabt. Das wäre eigentlich perfekt. So hätten wir übrigens nur eine Einzeltür. Mir hätte natürlich eine Doppeltür auch gut gefallen. Aber wir können es auch bei einer Einzeltür belassen. Es muss keine Doppeltür sein. Ich würde mal sagen, wir entfernen aber erstmal, bevor wir hier gleich weiterbauen, das ganze Gras. Dann kriegen wir nämlich übrigens noch so unsere Samen zusammen. Mit ganz viel Glück. Ah, kommen wieder ganz viele zusammen. Das können wir dann alles wieder schön anbauen. Oh, das wird schon wieder dunkel. Menschenskinder, das, ich bin da gar nicht. Wenn man so in seinem Bauelement ist, dann ist das wahnsinnig, wie schnell das hier bei Minecraft vergeht. Ich glaube, der Zyklus ist ja so: 8 Minuten Tag und 8 Minuten Nacht. Das sind 16 Minuten, bis beide Zeiten vergangen sind. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Müssen wir also in unser Erdhaus kurz zurück, die Tür einmal schließen und uns einmal kurz schlafen legen. Und dann sollten wir etwas Essen mitnehmen. Ach ja, übrigens, unser 17-mal Steak ist ja auch schon fertig. Davon essen wir. Nee, du sollst es essen. Ja, genau, das haut ihr auch nochmal kurz rein. Und dann kommt das dort rein. Die Samen kommen noch da rein. Zweimal Schwarzpulver. Einmal so ein Pfeil. Schwarze Wolle. Diese Fackeln brauchen wir eigentlich jetzt auch nicht. Ach, das sind Blumen. Blumen. Blumen und Fackeln, genau. Und dann würde ich sagen, ist das ganz gut. Machen wir das mal so. Kohle. Wollen wir die? Die lassen wir drin. Nee, die lassen wir nicht drin. Die nehmen wir mal kurz raus. Tun die dort rein. Kohle zu Kohle. Ach, das ist einmal Holzkohle und einmal ganz normale Kohle. Kein Problem. Gut. Das war's eigentlich auch schon. Dann haben wir also noch 15 mal ein Steak. Das ist gut, dass wir noch so viel haben. Brauchen wir uns also damit keine Gedanken machen. Wir machen aber erstmal das restliche hohe Gras hier weg. Das stört mich nämlich irgendwie, wenn ich hier baue. Vor allen Dingen eben, wenn man abzielen muss, stört mich das besonders. Deswegen kommt das erstmal weg. Und da kommen natürlich noch weitere Samen zum Vorschein. Das ist eigentlich ganz gut. Die können wir nämlich
immer schön gebrauchen und später natürlich auch wieder einpflanzen. Das ist natürlich der besonders große Vorteil bei Samen. Und wie viele dabei auch rauskommen. Sonst, wenn man unbedingt nach Samen sucht, dann kommen dort überhaupt keine raus. Und hier lassen sich ja jede Menge davon blicken. Das ist ja wahnsinnig.